It's my smart work. Work, work. It's my smart work. Die Karriere bei Hochtief ist vergleichbar mit dem Werdegang eines Golfers. Über die Jahre nimmt die Reife zu und das Handicap ab. Schon zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn und schon zu Beginn meiner Maurerlehre war mir klar, dass ich etwas schaffen möchte, was über Jahrzehnte Bestand hat und dass das aus heutiger Sicht auch auf meine Karriere bei Hochtief zutrifft, ist natürlich umso schöner. Mein Name ist Philipp Stichnoth, ich bin 46 Jahre alt, bin seit 19 Jahren bei Hochtief und bin derzeit Niederlassungsleiter hier in der Niederlassung der Hochtief Infrastructure Building in Hannover. Begonnen habe ich meine berufliche Laufbahn mit einer gewerblichen Ausbildung zum Maurer. Das habe ich genutzt, um ein Stück weit mich zu orientieren. Willst du Bauingenieurwesen oder willst du Architektur studieren? Ich habe mich dann fürs Bauingenieurwesen entschieden, was ich auch bis heute nicht bereue. Und nachdem ich mein Bauingenieurwesen-Studium in Kassel abgeschlossen hatte, habe ich direkt in Kassel wiederum angefangen bei Hochtief. Ja, Palk, da sind wir ja schon ganz schön weit hier, ist doch schön. Also als ich meine Maurerlehre gemacht habe, ist ja nur schon ein paar Jahre her, da habe ich sowas auch gemacht, Verblendung. Und da kann ich mich jetzt noch an jeden Bereich erinnern, den ich damals gemauert habe. Damals war es schon so, dass man von Hochtief ganz strukturiert an die Hand genommen wurde. Ich wurde dann für ein Jahr komplett ins technische Büro nach Frankfurt am Main geschickt und habe dort verschiedene Abteilungen durchlaufen. Im Anschluss an die Tätigkeit in Frankfurt wurde ich auf meine erste große Baustelle geschickt. Es waren die Schlossarkaden Braunschweig, ein großes Einkaufszentrum, wo ich quasi von der Grundsteinlegung bis zur Fertigstellung mit dabei war und dieses Projekt quasi mit begleiten durfte als Jungingenieur, was für mich sehr spannend war. Als das Projekt dann wiederum vorbei war, hatte ich mich intern beworben auf eine Stelle im sogenannten Hochtief-Promotionsprogramm, was es damals gab, wo ich dann angenommen wurde und die Möglichkeit bekommen hatte, für 3 Jahre wissenschaftlich zu arbeiten für Hochtief, und zwar an der Universität in Kassel, wo ich über 3 Jahre zu einem speziellen Thema der öffentlich-privaten Partnerschaften bzw. der Public-Private Partnerships forschen durfte. Nach 3 Jahren bin ich zurückgegangen in die damalige Betriebseinheit von Hochtief, wo meine Aufgabe war, ein komplettes Betriebsteam von null aufzubauen. Und das war für mich die erste Projektleitungsaufgabe, wo ich auch schon Projektleitungsluft quasi mitschnuppern konnte und habe parallel aber auch Angebotsprojekte geleitet. Anfang des Jahres 2022 wurde ich dann gefragt, ob ich Lust hätte, die Niederlassungsleitung in Hannover zu übernehmen. Für mich war das ein konsequenter und schöner Karriereschritt, also eine wiederum Weiterentwicklung, die mir dabei Hochtief geboten hat. Und ich habe da große Freude, diesen Standort weiterzugestalten und habe nach wie vor, was ich als Projektleiter auch hatte, sehr viel Freiheitsgrade, eine Sache, die ich an Hochtief und bei der Arbeit hier im Büro und am Standort sehr, sehr schätze. Ja, meine Arbeit als Niederlassungsleiter sieht ja üblicherweise so aus, dass ich schon vorwiegend im Büro arbeite. Das hat sich auch immer mehr jetzt ins Büro verlagert, meine Tätigkeit. Für mich selber ist es aber unheimlich wichtig, dass ich regelmäßig draußen auf den Projekten bin. Ich verlege teilweise ganze Arbeitstage auf die Projekte, um A, den Kontakt zu den Leuten, zu meiner Mannschaft zu behalten und auf der anderen Seite auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Projekte laufen, wie es mit dem Kunden läuft, wie es in der Fertigung draußen läuft, denn das macht mir sehr großen Spaß. Wichtig bei meiner aktuellen Aufgabe als Niederlassungsleiter ist mir, dass jungen Menschen auch wirklich Perspektiven geboten werden. Nicht nur jungen Menschen, auch erfahrene Mitarbeitern. Denn am Ende des Tages ist es ja so, dass einerseits gute Projekte eine Perspektive bieten für Mitarbeiter. Zum Zweiten gute Entwicklungsmöglichkeiten, und die gibt es bei uns. Und da bin ich auch wirklich hinterher, dass sich junge Leute, die Lust haben dazu, dann auch gut entwickeln können. Und das Dritte ist aus meiner Sicht Freude bei der Arbeit. Weil ich kann für mich sagen, ich gehe jeden Tag mit großer Freude zur Arbeit und ich möchte, dass mein Team, meine Mitarbeiter das auch machen. Und da habe ich schon immer sehr viel Wert drauf gelegt und das werde ich hier genauso in Zukunft handhaben. Ich war an ganz verschiedenen Standorten, ich war in ganz verschiedenen Einheiten, ich habe verschiedenste Projekte gesehen und das war schon gut für mich und ist auch gut für alle jungen Leute, die jetzt zu uns kommen oder schon bei uns sind.
Weil am Ende des Tages gibt es wirklich gute Entwicklungsmöglichkeiten, wenn man da am Ball bleibt. Und das ist eine Sache, die bei Hochtief wirklich gelebt wird.